Hallihallo, hallo und dann herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2 hier im Edain-Mod. So, wir sind immer noch im Gefecht mit dem Dom. Und was haben wir denn hier? Ruf Beorn. Beorn, genau. Die Regierer können. Ach, sag mal. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn dann so ein Ballrock erscheinen würde. Wir nehmen erstmal den defensiven Turm. Der kann doch, denke ich mal, doch immer mal ein bisschen was, doch ganz gut was ausrichten. Ich würde den ganz gerne auch erstmal, soweit es geht, vielleicht hier relativ nahe der Basis auf jeden Fall platzieren wollen. Also ungefähr hier. So, dann läuft er nämlich mit der Cooldown hier drauf, nehme ich auch schon mal. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal mit diesen Einheiten hier raus. Okay, und dann schauen wir mal. Wir können ja mal gucken, wie sich denn der Dom hier schlägt. Der hat hier noch gut was zu tun, sehe ich gerade. Der kommt hier noch nicht so wirklich raus aus dem Ganzen. Okay. Hatten wir das jetzt mittlerweile fertig? Ja, das ist mittlerweile fertig. Können wir erstmal ein, zwei Streitbomben. Die kosten, und die haben auch nicht viele Kommandopunkte. Die kosten gar nicht so viel. Jetzt wird gekämpft. Macht euch bereit, Zwerge. Unsere Feinde sind hier. Macht eure Waffen bereit. Wo sind die Feinde? Ah, hier unten. Ah. Brechen wir auf. Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir hin. Seid wachsam. So. Wir werden warten. Okay, so, hier haben wir auf jeden Fall zwei von denen im Bau. Ja, das müssten wir eigentlich auf jeden Fall auch so erstmal lassen. Von Fortgrim und der Forschung von Flammenschlüssen in den Belagerungswerken. Okay, dann könnten wir hier auf jeden Fall nochmal einen Hüter bauen. Ja, gut, und ansonsten, ja, Gimli wäre natürlich eine coole Sache. Bannerträger kosten, na gut, 400 kosten die Dinger. Unser Streitwagen ist kampfbereit. Alles gut verzürmt. Beweg deinen trägen Hintern. Zusammen, Axtschleuderer! Axtschleuderer! Hier entlang, Zwerge. Braucht jemand ein paar Hüter? Jetzt wird gekämpft! Auf ins Getümmel! Nächste! So, dann markieren wir das hier schon mal als 1. Aber wie gesagt, wir warten jetzt gerade mal noch ein bisschen ab. Es wird nicht allzu lange dauern, bis wir hier auf jeden Fall mal einen Angriff wagen. Und, ja, dann werden wir da mal auf jeden Fall gleich dann bei Gelegenheit mal reingehen. Zwerge, macht euch bereit, Zwerge. Ich bin gleich fertig. Macht euch bereit, Zwerge. So, das haben wir hier, das haben wir da. Da haben wir das, okay. Wir haben alles im Griff. Dann. Okay, dann haben wir hier das. Okay, das läuft schon mal, das ist okay. Das ist auch soweit okay, das ist gut. So, die Axtschwinger, die kosten halt relativ viel. Na, geht eigentlich auch noch, ne? Das geht eigentlich noch, Axtschwinger. Und, ja, ich muss trotzdem mal einen ganz kurzen Cut hier setzen. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, ich habe leider ein bisschen meine Aufnahme gecrashed. Das heißt, ich habe jetzt hier relativ lange Zeit ein bisschen rumgewartet. Ihr seht das auch schon an den Rohstoffen, dass die etwas auf jeden Fall angestiegen sind. So, das bedeutet, wir bauen auf jeden Fall mal 1, 2 und 3 Katapulte. Das ist, denke ich, ausreichend. Gimli können wir jetzt leider gerade nicht mehr rekrutieren. So, die sind erstmal soweit ganz okay am Start. Ich denke, dass wir da auch nicht mehr viel machen brauchen hier unten. Dann können wir hier vielleicht nochmal. Ich hatte, glaube ich, hatte ich Axtschwinger? Ja, genau, die hatte ich auf jeden Fall produziert gehabt, ja, schon. Auf ins Getümmel! So, was wir vielleicht noch machen könnten, wäre zu sagen, okay. Na gut, wir warten erstmal noch ein bisschen ab hier. Warten wir erstmal noch auf Gimli. Ich hätte ganz gerne Gimli, muss ich sagen. Ich hatte jetzt ganz kurz schon mal mit dem Dome geredet, kurzzeitig. Und ja, der meinte, hat auf jeden Fall gerade ein paar Probleme, weil zwei NPCs gerade auf ihn draufgehen. Und ja, das könnte natürlich mein Vorteil vielleicht auf jeden Fall sein. Aber ich werde ihn jetzt natürlich nicht angreifen und versuchen, diesen Vorteil so auszunutzen. Wir schicken einfach mal unsere Speer mal hier lang. Hier oben sieht es gut aus, soweit. Hier unten ist es soweit auch okay. Okay, er ist aber, soweit ich das sehe, etwas in der Base drin auf jeden Fall. Nicht viel, aber ein ganz klein wenig auf jeden Fall. Okay. Gut, wir haben jetzt, wie gesagt, relativ viel hier rumgedingens. Das heißt, wir holen uns mal Gimli jetzt.
Dann können wir hier auf jeden Fall mal noch die Produktion noch mal mit erhöhen. Und dann warten wir eigentlich im Grunde genommen nur, fast nur noch darauf, dass jetzt gleich... Das ist immer noch Stufe 1. Ist das alles hier Stufe 1? Nee, das ist Stufe 2 hier schon mittlerweile. Katapulte der Eisenberge sind kampfbereit. Okay. Ha, das ist echte Zwergenqualität. Lasst euch Zeit. Ah, die kloppen halt auch ein Stück weit, warte mal. Bringt es hierher. Kloppen halt auch ein Stück weit von uns noch was weg. Das möchte ich eigentlich ja jetzt dann auch nicht unbedingt. Das wäre dann auch ein bisschen doof. Und zu viel des Guten. So, wir haben hier, das ist okay. Gimli ist auf jeden Fall angekommen. Ich bin gleich fertig. Macht euch bereit, Zwerge. Zwerge! Unsere Gebäude, schnell! Okay, jetzt kommt der Grüne. Der Grüne. Oha. Katapulte der Eisenberge sind kampfbereit. Äxte, verteilen. Da sind ihre Gebäude. Oha. Was ist da los? Ja gut, dann würde ich sagen... Ne? Dann würde ich sagen, go, dann geht's... Jetzt geht's hier los. Dann geht's jetzt mal in die Offensive. Wir werden vermutlicherweise werden wir das hier drüben verlieren, aber das ist jetzt uns erstmal soweit erstmal egal. Ja, also wir werden uns jetzt nach und nach erstmal achso, die kommen hier gar nicht raus, das ist natürlich ein bisschen doof. Warte mal, dann muss ich hier mal das Tor mal aufmachen. Wenn es natürlich gehen würde, jetzt geht's. Okay. Die Bannerträger sind hier bereit. Wir haben ihr Lager entdeckt. Macht das kaputt. So, hier unten werden wir das nicht gehalten bekommen. Das ist ein bisschen schade. Schnell, an die Zügel. Mädchen. Vorwärts. Ah, okay, jetzt bekommen die jetzt hier, versuchen die jetzt hier gerade hier reinzukommen. Ja, das wird auch funktionieren. Waffen, Zwerge, Waffen! Sie sind im Weg! Zieht euch zurück! Dort entlang! So, das ist auf jeden Fall so gut, es geht hier auf jeden Fall schon mal glatt. Bin unterwegs. So, dann können wir das hier mal auf jeden Fall mal noch weghauen. Ah, okay, die sind hier gerade. Ja, ja, auf sie! Zack. Lassen wir sie bloß in überall! Ah, okay. Wartet ein Minute! Rückzug! Räumen wir einen Weg frei! Sprecht, sie greifen auf! Okay. Haben wir hier das hier unten, das ist soweit okay. Weiter, nicht da zurück. Ah, okay, schade, das ist natürlich ein bisschen doof, da haben wir jetzt einiges verloren. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Unsere Gebäude, schnell! Wir kommen aus den Eisenbergen. Was? Ja, schon dabei. Ah, okay, dann müssen wir hier nochmal runter gehen. Ich bin unterwegs. Ich will sie angreifen. In den Kampf. So, zack. Lasst sie kommen, ich gehe. Braucht jemand ein paar Hilfe? Das Lager des Feindes. So, sieht das hier aus? Hier sieht es nicht gut aus. Wo sind unsere Katapulte eigentlich? Sind die komplett zerstört? Ah, das ist natürlich nicht so cool. All unsere Arbeit zunichte. Reiß das nieder. Ah, die Streitwagen, die machen sehr viel Schaden. Ich will sie angreifen. Ach ja, Mist. Sie greifen an. Willst du noch mehr? Okay. So, was können wir noch machen? Wir können mal hier die Einheiten mal ein Stück weit heilen. Das wäre auf jeden Fall schon eine Maßnahme. Na gut, die überleben hier noch. Gut, dann müssen wir den Angriff jetzt erstmal auf jeden Fall mal abbrechen. Das war ein schlechter Angriff. Die Phalanx ist unsere Stärke. Wir werden angegriffen!
Unser Streitwagen ist kampfbereit. Schnell, an die Zügel. Ja, Bestie. Sie reißen unsere Gemeinde nieder. Willst du noch mehr? Mach das kaputt. Oh nein, was? Das ist kaputt gegangen. Scheiße. Das ist nicht so cool. Sieht hier oben aus, auch nicht so gut. Worauf warten wir noch? Was? Bin unterwegs. Okay, dann müssen wir jetzt hier erstmal hier reingehen. Das ist natürlich jetzt hier richtig kacke. Ja. In Position. Wo, wo? Krieger! Ich bin gleich fertig. Willst du noch mehr? Ja. 17! 19! Nuri ist auf jeden Fall schon mal gefallen. Schade. Bleibt hier, ihr Verräter! Nicht schön. Halt! Zurück! So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein zweites Katapult. Die Halle der Krieger ist. Wir zählen trotzdem nur als einer! Es steht genug für uns beide da! Wir werden den letzten Schlag gewinnen! Meine Axt wartet auf deine Fratze! Hä, was machen die denn hier? Was machen die denn hier für einen Scheiß? Geht mal hier drauf, Mann, auf den Mist. Zu den Äxten! Tja, so kann's gehen! 17! Seid standhaft! In den Krieg! Sie greifen Feuer einstellen! Ah, das war jetzt ist ein bisschen ungünstig hier. Gucken wir mal, Axtschleuderer. Ja, gut. Phalanken brauchen wir auf jeden Fall auch. Lasst euch Zeit. So, was ich machen würde, wäre jetzt... Ich würde jetzt hier ganz gerne so in die Offensive gehen wollen. Aber die werden halt so hin und her geschoben, halt. Das ist halt richtig scheiße. Lasst sie nicht herankommen! So, was haben wir noch? Wir können hier nochmal einen Turm platzieren. Das ist vielleicht zur Sicherheit auf jeden Fall erstmal Achtung, ganz gut. Katapult, oh, kann losgehen. Sie greifen wir an. Ihre Herzen mit Furcht erfüllen. So, gut, dann können wir das hier mal angreifen. Wir sind Schutt und Asche. Wir könnten durch die Minen Morias gehen. Wir kennen trotzdem nur als einer. Tja, was soll man da machen, ne? Tja, so kann's gehen. Wie gefällt euch das? Ja, ist nicht wirklich viel. Halte Speere bereit. Lockere Formation. Stellungen halten. Burschen, erfass meine ganze Familie. Jetzt reden wir. Die Beute versammelt sich. Unsere Gemeinde. Schnell. Rüstet euch, Zwerge! Spannt die Leinen! So. Okay, was können wir noch machen? Wir können auf jeden Fall nochmal einen Katapult auf jeden Fall nochmal bauen. Jetzt können wir hier das hier mal ein bisschen anwerfen, die Produktion. Ah, hier rennen sie halt auch die ganze Zeit drumrum, ne? Das ist halt auch mega nervig. Wir werden angegriffen! Seid standhaft! In den Krieg! Wir haben noch viel zu tun! Ist nicht das, was ihr zu sein scheint. Sind das alle? Unsere Gebäude! Es sind halt. Hat jemand ein paar Hüter? Meine Axt gehört dir! Jetzt wird gekämpft! Folgt mir! Seid standhaft! Hier unten das Gebäude ist halt auch schon weg. Attacke! Speere! Haltet Schritt! Sieht das hier aus? Bekommt ihr ein neues Katapult? Ja, das ist schon mal gut. Zwecks dem Katapult. Zwei habe ich schon! Na komm schon, so, go! Meine Axt wartet auf deine Fratze! Äxte! Oha, hier unten ist ein Katapult irgendwo. Kacke. Ah, hier ist ein Katapult. Bewegung! Hä? Lasst sie nicht herankommen! Waffenzwerge! Hä? Was macht er denn hier? Die Phalanx ist unsere Stärke! Achso, ah, lol. Seid wachsam. Das Katapult, lol. Sie wanken! Äxte! Wollt ihr eine Demonstration? Sicher! Zwerge!
Macht eure Speere bereit! So, okay. Gimli ist... Katapulte der Eisenberger sind kampfbereit! An die Waffe! Es sind genug für uns beide da! Möge der beste Zwerg gewinnen! Der geht auf meine Rechnung! Okay, schafft das Gimli hier noch? Ja, der kriegt schon relativ viel allein eigentlich hin. Axtschleuderer! Hier entlang, Zwerge! So, zack. Seid wachsam! So, dann können wir jetzt hier mal... Zurück! Waffen, Zwerge! Waffen, sie zurück! Ja. Wahrlich! Laden! Äxte! Sollten wir nicht hierbleiben? Zwei habe ich schon! Ja, dann müssen wir hier mal Gimli heilen. Da sind ihre Gebäude. Ja, jetzt geht halt noch. Doch, hat funktioniert, okay. Gut, das hat ja wenigstens funktioniert schon mal. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, dann gucken wir mal, wie wir das hier machen können. Okay, das ist auf jeden Fall weg. Das bedeutet, wir müssten... Okay, wie sieht's hier aus? Okay, so, haben wir hier unten noch einen Katapult? Ja, haben wir auch. Okay, so, dann können wir hier mal drauf gehen. Gucken wir mal. Ah, okay, das ist... Gimli ist gefallen. Nein! Mist. Kacke ist das. Das ist nicht so cool. Es sind aber auch relativ viele hier unten, ne? Die gerade hier am Stissel sind. Gucken wir mal, was haben wir hier? Wenn so ein... Beginnt das nicht hin, ich nicht alle. Okay, das ist das ganz normale. Kämpft noch 5 Sekunden weiter. Okay, schade. Naja. Braucht jemand ein paar Hüter? Axt bereit! Wo ist das Ziel? Wir werden warten. Ha, ich bin bereit. Zieht euch zurück! An. Seid wachsam! Bleibt zusammen, Axtschleuderer! Die Phalanx ist... Sie wanden! So, wenn wir jetzt die Zitadelle gleich haben, dann dürfte wahrscheinlich das auch gleich erstmal ganz gut sein hier. Ah, das ist gut! Oh ja! Wo ist das Ziel? Wie gefällt euch das? Zerstört alles. Sie greifen an. So, wie sieht das hier aus? Macht eure Speere bereit. Zu den Äxtenzwergen. Sie wanken. Axt bereit. Jawohl. Ah, okay. Gut, das kriegen wir hier immer noch nicht hin. Schade. Ja. Äxte. Kann losgehen. Haltet sie von unseren Gebäuden fern. Wahrlich, gehen wir kämpfen. Oh ja. Okay, gehen wir mal noch auf den Streitwagen. Gehen wir mal. In den Krieg. Wahrlich. Wie gefällt euch das? Aber wahrscheinlich müssen wir uns hier nochmal zurückziehen. Sie banden herein. Ja. Jetzt gehen wir mal hier raus nochmal. Was haben wir noch hier? Wir können hier nochmal ein bisschen nachproduzieren. Auch hier können wir nochmal das Katapult nochmal nachproduzieren. Schwierig gerade. Könnte man eine Einheitenproduktion mehr gebrauchen eigentlich mittlerweile. Jetzt haben wir noch Gandalf der Graue, könnten wir noch aufrufen. Müsste aber jetzt eigentlich. Ja, jetzt ist das ist zerstört, das ist schon mal gut. Wollt ihr eine Demonstration? So, jetzt können rein von der Theorie her der Rest hier nicht mehr aufgebaut werden.
Ich bin gleich fertig. Macht eure Speere bereit. So, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal nochmal in die Offensive. Wie sieht es hier unten aus mit unserem Dingens? Da brauchen wir nochmal einen Katapult mehr. Ist das Katapult? Okay, Katapult ist auf jeden Fall am Start. Oh ja. Wo ist das Ziel? Wir werden warten. Vorwärts. Wie gefällt euch das? Zwerge! Ha, das ist echte Zwergenqualität. So. Okay, gut, ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach mal in die nächste Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, ciao.